Ups. Buongiorno Felice. Buongiorno, tutto bene. Letzte Abfahrt hinunter. Gute Position für die Russen. Was passiert da? Um Himmels Willen, die räumen sich gegenseitig an. Stürzen, da gibt es viele Folgestürze, darunter auch zwei von drei deutschen Starterinnen. In den gelben Trikots sehen wir sie ganz rechts, zum Beispiel tief drinnen im Tiefschnee. Pia Fink, der Ski ist zwar nicht absolut nicht wünscht, sie machen. Der Stock ist gebrochen. Mein Gott, die deutsche Mannschaft liegt auf Platz 1 und Philipp Horn schießt drei Strafrunden, Kati. Das haben wir lange nicht gesehen. Und Philipp Horn geht dreimal in die Strafrunde. Oh, Skiverlust, das gibt's ja gar nicht. Bei Janusz Brugger da, man glaubt das gar nicht. Da ist eine Skispitze des anderen unter ihren Ski gelangt. Und ich glaube, das war jetzt wieder passiert in diesem Fall. Ich hatte den falschen Ski dabei. Ich habe die Bindung zugemacht, habe mir nur gedacht, oh, wieso ist da jetzt die alte Bindung noch drauf? Dann schaue ich vorne an die Spitze. Kacke, Trainingsski. Und dann bin ich Vollgas zurück, mir ist Adrenalin so reingeschossen. Aber ich glaube, das passiert mir jetzt in Zukunft immer. So, jetzt schauen wir mal, wie sich der Kamelbuckel anfühlt. Auf geht's. Tiefste Position und dann darf man aufs Boden nicht versäumen. Zack. Frau Huber, der letzte Springer ist Markus Eisenbichler. Komm, Eiser, komm. Irgendwie. Oh nein, 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 das war's, scheiße. So, Joscha Burkhalter, der Schweizer, 24 Jahre alt, übrigens der einzige Single in der Mannschaft von Alexander Wolf, der auf der Suche ist nach einer Frau. Also, wenn Sie Interesse haben an Joscha Burkhalter, dann melden Sie sich bei der Schweizer Mannschaft oder auf seiner Internetseite, da finden Sie sogar seine Postadresse. Es war ein ausdrücklicher Wunsch, dass ich diesen Beziehungsstatus hier einmal verkünde. Markus Junge, Weltmeisterschaft, Abfahrt, komm! Hey, ich bin dran! Hopp, 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 hopp! Ja. Was war das für ein Ding, oder? Was war das für ein Ding? Komm, den schauen wir uns nochmal an. Den müssen wir uns anschauen, weil das, was der Bursche da. Also. Dass das gut gegangen ist. Liebe Zuschauer, das ist einfach. Also, es hat natürlich viel mit Glück zu tun, weil da hast du nicht mehr so viel Kontrolle jetzt. Aber schau dir diesen wunderbaren 180 an. Kurve 9. Oh, da schiebt sie den Bob ganz komisch zur Seite. Und dann stürzt sie. Elana Myers-Taylor. Die Druckkräfte im Kreisel haben den Bob wieder aufgestellt. Sehr spektakulär. Pass auf. Chance
und dem Besen eines Bahnarbeiters auszuweichen. Immerhin bleibt sie un... Achtung, da rutscht einer in den Stadion. Attention, watch out, watch out.